So, okay, wir beweisen mal wieder was. Und zwar folgende Aussage: Die Summe dreier aufeinander folgender, wie war's? Ah ja, genau, gerader Zahlen. Hoppala, das ist ja Rechtschreibfehler hier gemacht. Gerader Zahlen ist durch 6 teilbar. Ne? So. Das wollen wir beweisen und na gut, wenn wir was beweisen wollen, dann können wir uns ja vielleicht erstmal rantasten und schauen, das Ganze erstmal an Beispielen nachzuvollziehen. Ne? Gucken wir mal ein Beispiel an, einfaches Beispiel, Summe dreier aufeinanderfolgender gerader Zahlen. Nehmen wir mal hier Beispiel 2 plus 4 plus 6. Ne? Das sind drei aufeinanderfolgende gerade Zahlen. Das ergibt 12 ist durch 6 teilbar. Okay, funktioniert also. Nehmen wir mal anderes Triple hier, 4 plus 6 plus 8. Ne? Drei aufeinanderfolgende gerade Zahlen. Was kommt raus? 18 ist durch 6 teilbar. Oh, welch Wunder. So. Wie kann man das beweisen? Naja, wir müssen jetzt uns von den Beispielen lösen und irgendwie eine allgemeine Form finden, mit der wir begründen können, dass diese Summe durch 6 teilbar ist. Und zwar egal, welche drei aufeinanderfolgenden Zahlen man nimmt. So, schauen wir mal, versuchen wir mal den Beweis, ne? Vielleicht versuchen wir erstmal eben allgemein diese Summe aufzuschreiben für drei aufeinanderfolgende gerade Zahlen. Schreiben wir mal hier 2n, das wäre die erste gerade Zahl. Eine gerade Zahlen kann man immer so schreiben als 2 mal irgendeine andere Zahl. 2n plus, na, die nächste ist dann 2n plus 2. Ja, die nächste gerade Zahl müssen wir 2 drauf addieren und dann kommt die nächste gerade Zahl danach, das ist dann 2n plus 4. So. Was ist denn das? Jetzt können wir mal hier die 2 ausklammern, sieht man sofort, ne? Kann man 2 rausholen hier, dann steht hier drin n plus, wenn wir hier 2 rausholen, haben wir n plus 1 da stehen, plus und hier haben wir n plus 2 da stehen. So. Jetzt, was können wir machen? Können wir innen drin vielleicht umstellen, ne? Steht hier drin 2. Wenn wir die n mal alle zusammen addieren, dann steht hier innen drin 3n plus. Und was bleibt hier übrig? Plus 3. So. Jetzt können wir die 3 noch ausklammern. Dann steht hier 2 mal 3 mal n plus 1. So. Und das ist 6n plus 1. Ne? Und jetzt haben wir genau die Darstellung, die wir brauchen, um eine Teilbarkeitsaussage treffen zu können. Hier haben wir ein Produkt aus zwei Zahlen. Und wir wissen jetzt hier, schau mal, 6 mal irgendeine andere ganze Zahl ergibt diesen Ausdruck hier oben. Das heißt, der Gesamtausdruck hier oben ist durch 6 teilbar. So, jetzt haben wir das bewiesen. Super.